Hallo, ich bin Daniel von Gixlaff Wachsenberg und ich mache gerade ein Interview mit dem Herrn. Ja, ich bin Andy von Dragonlord Games. Hi. Gut, Dragonlord Games hat sich auf Brettspiele und Nerdkultur so spezialisiert auf analoger Basis, lass mal so ausdrücken. Ja, alles ohne Strom, ja. Alles ohne Strom. Also nur ein bisschen Licht oder Kerzenlicht reicht auch. Ja, genau. Wie bist du auf die Idee gekommen, so einen Laden herzustellen oder so etwas zu machen? Passion von früher, ein bisschen Dungeons & Dragons zu viel gespielt oder mein Jared die Monopoly. Wie bist du auf die Idee gekommen? HeroQuest in den 90ern. Tja, das ist schon die ganze Geschichte. Okay, Pen and Paper spielst du halt auch? DSA, ja. Das Schwarze Auge. Ja. Schwarze Auge ist mir ein bisschen zu viel würfeln. Ich weiß nicht wieso, aber. Naja, gut. Gab ja nichts anderes. Ne? Ich gehe auf die Toilette, würfel. Oh, du bist gestoppt, bist gebrochen. Das ist der sehr ungefähr. Ah, oh, na, das ist eher Mers, ja? Okay, ich bin ein Cthulhu-Fan und da sind so Sachen wie Eldritch Horror hier, das finde ich schon klasse. Lass mal so sagen. Die Neuheiten, wenn du so guckst, Yellow hat jetzt auch einen Vertrieb in Deutschland aufzumachen. Ist das eher konstruktiv für euch, positiv oder negativ? Nun, bis jetzt habe ich das auch ohne weiteres beziehen können. Also mir ist das eigentlich relativ egal, von wem ich es bekomme, solange ich es bekomme. Okay, aber ist der Markt noch da oder wird er immer wachsen oder wird er kleiner mit den Leuten, die eben analoge Brettspiele spielen? Nun, also ich würde behaupten, wir erreichen immer mehr Kunden, die Interesse daran haben. Okay, das heißt, wenn man so auf eine Con wie hier kommt, gewinnt man grundsätzlich dann noch 2-3% mehr dann, weil dann kommt, da waren die Brettspiele gewesen oder kommen die eben auch einfach nur im Laufen des Tages ins Geschäft rein oder wie kann ich mir das vorstellen? Nun, natürlich verwende ich die Con, um mich bekannter zu machen und dadurch gewinne ich selbstverständlich auch Kunden, klar. Okay, was ist dein Lieblingsspiel von den allen, wo du hier ausgestellt hast? Oder ist er überhaupt da? Lass mal so fragen. Gut, geht's jetzt um Brettspiele oder allgemein? Allgemein. Allgemein bin ich ein sehr großer Fan von Magic the Gathering. Magic the Gathering? Ja. Das bessere Yu-Gi-Oh! Das ist dreist. Wieso dreist? Die Jugend von heute kennt eher Yu-Gi-Oh! Oder dieses Pokémon, dieses Force Unreal da, wie Magic the Gathering. Gut, also das kann ich jetzt so nicht bestätigen. Bei uns im Laden ist es immer noch so, dass mehr Leute Magic the Gathering kennen. Magic the Gathering ist schon über 10, 15 Jahre alt, oder liege ich da falsch? Es ist das älteste Spiel, es ist sogar schon über 20 Jahre alt. Über 20 Jahre und man kriegt immer noch von Magic the Gathering nach? Ja, natürlich, klar. Wir haben jetzt vor kurzem Color Dash bekommen. Ein ganz neues Set, eine ganz neue Welt. Großer Spaß. Okay. Wenn man bei dir einkaufen will oder dich informieren will, wo kann man euch erreichen oder finden? Oh, ihr erreicht uns einmal in der Mainzer Straße 39 in Saarbrücken. Ganz gut zu erreichen. Und zum Zweiten erreicht man uns im Internet. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche auf dragonlordgames.de. Okay. Ich danke dir. Willst du zum Schluss noch was sagen an die Community? Oh, vielen Dank, dass ihr euch das anschaut. Danke und hat noch Spaß gemacht. Tschüss. Ciao. I'm not your fucking chance.